Ja, nach Portugal zurückgereist bin ich tatsächlich, weil ich so eine innere Unruhe in mir verspürt habe und ich habe gewusst, entweder du siehst es jetzt oder du siehst es nie. Ja, so ist es gesehen. Darum bin ich zurück. Mein erster Gedanke, wo ich die Rose gekriegt habe, darf ich ehrlich sein? Boah, das war wirklich so, oh mein Gott, endlich abseits vor Kameras und wir können uns normal kennenlernen, also richtig, einfach im Privaten. Ja, zur Frage, ob ich damit gerechnet habe, dass ich jetzt die Siegerin der 10. Staffel da sie wird. Nein, keinesfalls. Also ich bin nur mit der Intention auch nicht zum, das als Gewinner, sondern einfach nur zu meinen Gefühlen offenbaren. Aber ich muss ehrlich sagen, in dem Moment, wo Erkan und ich uns geküsst haben, habe ich gespürt, okay, er hat das gleiche Gefühl wie ich und eigentlich steht uns da nichts mehr im Weg. Klingt jetzt ein bisschen blöd, aber irgendwie habe ich es schon gespürt. Ja, ob Erkan und ich noch ein Paar sind, das erfahrt man dann in der 10. Folge, ne? Ja, zum Thema schlechtes Gewissen muss ich tatsächlich sagen, dass mir auch noch Wochen nach Dreharbeiten das schlechte Gewissen plagt. Ich glaube, ich habe mich schon tausendmal bei allen Ladies entschuldigt. Obwohl, auf der einen Seite muss man halt auch sagen, dass ich eigentlich bloß immer die Wahrheit gesagt habe. Ich habe nie jemandem was Böses da. Ich wollte nie jemandem irgendwas wegnehmen. Erkan hat sich am Schluss für mich entschieden. Für die anderen zwei, es hat nicht sollen sein und oh, in meiner Maulwurffunktion habe ich niemanden vorgeführt. Habe ich einfach nicht da. Keine Ahnung, eigentlich muss ich gar schlecht gewesen haben. Aber ich habe trotzdem eins. Ja, ob ich zum Zeitpunkt der Entscheidung verliebt war, würde ich sagen, na. Für das habe ich viel zu wenig Zeit mit dem Erkan gehabt. Ich würde einfach nur sagen, dass die richtigen Gefühle da waren zum sich verlieben und ja, eventuell um mehr. Was sie der Marina und der Lydia noch gern sagen wird, abgesehen von meiner tausendsten Entschuldigung, dass sie ihre Nerven im Finale so strapaziert habe, ist, dass ich einfach finde, dass der Erkan nicht der Richtige für sie wäre und dass der Dusser jemand auf sie wartet, der sie wirklich bis an ihr Lebensende bedingungslos lieben wird und dass die richtig krassen Gefühle sind, die Gefühle, die man gar nicht in Worte fassen kann. Und der war jetzt nicht dabei. Und bitte seid mir nicht böse, dass ich euch der Erkan weggenommen habe. Ich glaube, ich habe euch sogar gar einen Gefallen da, damit ihr die wahre große Liebe finden könnt. Und das wünsche ich euch, weil was Schöneres gibt es nicht.